Vielleicht habt ihr auf eurer Reise durch den NFT-Space schon mal etwas von Gary Vee gehört. Das ist der Typ hier. Gary Vee ist Unternehmer und vor allem Influencer aus den USA mit eigenem NFT-Drop. Und das auch schon vor einer ganzen Weile. Was es mit diesem NFT-Drop auf sich hat und was andere Influencer daraus lernen können, darum geht es in diesem Video. Wenn du selber in irgendeiner Form mit NFTs zu tun hast, dann lass gerne ein Like für dieses Video da oder abonniere unseren Kanal. Dann können wir gemeinsam dafür sorgen, dass ein bisschen Bewegung in den gesamten NFT-Space kommt. Bevor wir uns gleich das NFT selber angucken, nämlich das NFT namens WeFriends, schauen wir uns erstmal an, wer ist eigentlich Gary Vee überhaupt? Gary Vee ist Influencer, Unternehmer, Life-Coach, alles irgendwo in einer Person, so eine Art Dirk Kräuter, nur viel, viel, viel größer, aus den USA und vor allem mit eigenem angeschlossenem NFT-Projekt. Gary Vee gehört als Unternehmer so ein bisschen zu dem Personenkreis, die gerne mal polarisieren. Das gehört allerdings zu erfolgreichen Unternehmern, allerdings auch zu First Movern, die sich eben bestimmten Thematiken früher annehmen als andere, während alle noch total skeptisch sind, eben irgendwo auch dazu. Und Gary Vee, das muss man ihm auch zugute halten, hat als einer der allerersten verstanden, wie man Werte, vor allen Dingen Influencer-Werte, digitalisieren kann und mit Hilfe von NFT-Technologie auch monetarisieren kann. Das NFT-Projekt selber mit dem Titel WeFriends existiert immerhin schon seit Anfang 2021. Im NFT-Space ist das schon eine sehr, sehr lange Zeit. Bei dem WeFriends NFT-Drop dreht sich alles um, wer hätte es gedacht, Gary Vee himself. Das NFT in deiner Wallet ist ein sogenannter Access Token. Zumindest bezeichnet Gary Vee das selber so. Das bedeutet, wenn du das NFT in deiner Wallet hast, hast du Zugang zu Dienstleistungen oder Dingen, die andere, die dieses NFT eben nicht haben, nicht bekommen können. Die Liste dieser Anwendungsfälle, wie wir das nennen, ist ziemlich lang. Drei Sachen habe ich euch mal rausgesucht, die prinzipiell eigentlich ziemlich interessant sind und die man vielleicht auch für andere Influencer anwenden könnte. Das eine ist dein Zugang zum Event. Bei Gary Vee heißt das Ganze WeCon, findet einmal im Jahr statt und wenn du dieses NFT hast, darfst du 2 Jahre in Folge an dieser Konferenz teilnehmen. Die erste Konferenz hat dieses Jahr bereits stattgefunden und war ziemlich, ziemlich groß. American Style eben. Das zweite sind sogenannte Gruppen-Hangout-Calls. Das heißt, verschiedene Fans von ihm oder Leute, die Wissen von ihm bekommen möchten, zu welchen Themen auch immer, können mit Hilfe des NFTs, das sie in ihrer Wallet haben, mit Gary Vee in der Gruppe eben auch ein Gespräch führen. Ein weiterer Access, den du mit dem NFT hast, es kommt dir natürlich auch immer darauf an, was für ein NFT du hast, welche Trade Properties in deinem NFT drin sind, sprich wie oft es dieses NFT in dem gesamten Kosmos überhaupt gibt, ist der sogenannte One-on-One FaceTime Call. Hier hast du die Möglichkeit, mit Gary Vee quasi wirklich im 1:1 ein Gespräch zu führen für eine gewisse Zeitdauer. Das Ganze, wie gesagt, ist reduziert auf NFTs. Du brauchst ein NFT in deiner Wallet, um daran teilnehmen zu können. Und wer kontrolliert natürlich alle NFTs? Wer hat den Zugang zur Wallet? Beziehungsweise wer ist der Creator? Natürlich Gary Vee himself. Gut gemacht von Influencer Gary Vee mit dem NFT ist auch folgendes. Die Anzahl, wie oft du diesen Access Token benutzen darfst, um an gewissen Dingen teilzunehmen, ist reduziert. Du kannst mit dem NFT nicht endlos One-on-One-Calls haben. Im Grunde ist das Ganze so gestylt, dass du eine gewisse Anzahl deiner Tokens oder deiner Accesses in deinem Token wirklich auch aufbringen wirst und sagen wirst, okay, ich mache meine 2, 3 Calls mit Gary Vee, aber beim 4., 5. Call, bei 5 habe ich eventuell in diesem NFT, in der Trade Property auch drin geschrieben, den 4., den 5., davon habe ich eigentlich nichts. Ich habe mein Maximum erreicht, das, was ich wollte. Das heißt, was jetzt passiert mit mir als NFT-Holder, ich bekomme so langsam ein bisschen die Hold-it- oder Sell-it-Mentalität. Wenn ich das NFT verkaufe, das natürlich vorher künstlich verknappt wurde, dann passiert natürlich Folgendes. Es gibt im Smart Contract eine sogenannte Creator-Fee. Dazu haben wir schon jede Menge Videos gemacht. Und an dieser Creator-Fee verdient, wer natürlich, Gary Vee wieder hinten dran mit. Das heißt, die Tatsache, dass man einen Access-Token schafft, ihn gleichzeitig limitiert in seiner Anzahl, aber auch in der Frequenz, wie oft man wirklich an einem Benefit teilnehmen kann, spült natürlich am Ende immer genügend Coins auch in die Wallet von Gary Vee. Übrigens die Idee, mit einem NFT einen sogenannten Access-Token auszugeben, also an etwas teilnehmen zu können, zum Beispiel in einer Konferenz oder an einem Event, an einem Festival und so weiter, hatte Gary Vee damit schon viel, viel früher, bevor es überhaupt den Bored Ape Yacht Club gab. Bevor das erste Ape-Fest rauskam, mit dem man natürlich nur teilnehmen konnte, wenn man auch ein Bored Ape NFT hatte, gab es die Idee wirklich auch schon hinterlegt, aufgeschrieben und im Smart Contract hinterlegt von Gary Vee schon über ein Jahr früher. So viel zum Thema First Mover, gut gemacht. Schauen wir uns doch jetzt also mal das NFT selber an und natürlich auch den ganzen Brand drumherum. Wir haben die Webseite hier vor uns und auf den ersten Blick muss man sagen, sieht ein bisschen random aus wie jeder beliebige Online-Shop.
Das geht ein bisschen in eine andere Richtung als die ganzen überdimensionierten, entweder völlig im Metaverse aufgeladenen Webseiten, mit denen der Enduser, zumindest derjenige, der noch nicht wirklich im NFT-Space drin ist, eben nicht wirklich viel anfangen kann. Das hier ist ein klassischer Designaufbau, mit dem jeder, der bisher noch nie ein NFT vorher in seiner Wallet hatte, aber prinzipiell von einem Brand, Gary Vee überzeugt ist, mit diesem Design oder mit diesem Grundaufbau dieser Webseite, das eben wirklich auch aussieht wie ein stinknormaler Shop, kann man irgendwo sagen, kann der User, wie gesagt, der noch nicht in dem NFT-Space ist, definitiv was anfangen. Ist auf jeden Fall ein Weg, das zu machen. Finde ich gut gemacht auch, muss man sagen. Das NFT selber sieht wie folgt aus. Genau. Es sind Zeichnungen. Es sieht wirklich aus, Gary Vee malt ein Bild und genau das ist es dann auch. Das sind die Traits oder die Bildchen, die Gary Vee malt und die dann eben am Ende ein NFT ergeben. Und wenn man nun bedenkt, dass es eben auch ganz andere Designs für digitale Assets für NFTs eben auch gibt, wie zum Beispiel das NFT vom Tomorrowland, das hier eine 3D-Animation ist, super aufwendig gemacht, 6.500 einzigartige NFTs davon existieren, dann ist das schon ein Statement, wenn Gary Vee sagt, nein, meine NFTs sehen so aus. Und Gary Vee wäre nicht Gary Vee, wenn er nicht seine Zielgruppe kennen würde. Und welches Design, egal ob NFT oder eben auch die Webseite selber, möchte ich eigentlich aufsetzen, um am Ende eben mein Ziel zu erreichen? Nämlich eben meine Zielgruppe anzusprechen und möglichst viele digitale Assets als Influencer wie Gary Vee eben mit den WeFriends an meine Kunden herauszugeben. Und da muss man sagen, ist einfach das NFT selber, aber auch die Webseite dazu, inklusive der Story, die Gary Vee uns noch mit auf den Weg gibt, nämlich dass er sie alle selbst gezeichnet hat und sich eben alles nur mal um ihn als Person, als Brand eben dreht, muss man sagen, ist das eine runde Sache und gehört definitiv zu den, ich würde fast sagen, erfolgreichsten NFT-Projekten da draußen, mindestens allerdings zu denen, die als allererstes verstanden haben, wie sie als Influencer ihre Werte, die sowieso schon irgendwo digital in Social-Media-Plattformen stecken, die sie letzten Endes nicht kontrollieren können, wie es diese Leute bzw. dieser Influencer geschafft hat, diese Werte in eine Blockchain zu übertragen, die sie selber kontrollieren, mithilfe von NFT-Technologie. Man sieht hier also schon ganz gut, dass NFT-Technologie nicht für alle Branchen und für alle Bereiche gleichermaßen eine Bereicherung darstellen werden. Das tun sie heute auch schon nicht. Es wird immer bestimmte Branchen oder bestimmte Bereiche geben, die es einfacher haben, die NFT-Technologie für sich selber zu nutzen. Sprich Anwendungsfälle eben für NFTs auch zu entwickeln. Und Influencer, beziehungsweise jeder, der in irgendeiner Form digitale Werte erschafft, gehört definitiv zu der Zielgruppe, für die NFT-Technologie als erstes interessant werden können. Denn dazu muss man auch sagen, dass die NFT-Technologie für digitale Creator nicht nur einen monetären Gegenwert darstellen kann, sondern es vor allem auch ein bisschen ein Ticket in die Freiheit sein kann. Das bedeutet, wenn wir digitalen Content produzieren, liegt er am Ende immer in der Macht der großen Social-Media-Plattformen und wir können ihn niemals wirklich selber kontrollieren. Die Blockchain-Technologie mithilfe von NFTs zum Beispiel, die gibt uns allerdings die Möglichkeit, eben genau diese Werte selber zu verwalten, quasi weiter zu digitalisieren, vom Web 2 ins Web 3 und am Ende wirklich Herr über unseren eigenen Content zu werden. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn ja, lass gerne ein Like für dieses Video da oder abonniere am besten unseren Kanal. Dann können wir gemeinsam dafür sorgen, dass ein bisschen Bewegung in den gesamten NFT-Space für alle kommt.